Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Alina und hier auf dem Kanal dreht sich alles um die Familienzeit. Und heute wollen wir uns gemeinsam einer Frage widmen, und zwar der Frage nach der richtigen Kita. Also welche Kita passt zu uns als Familie und zu unserem Kind? Und da gibt es einfach ganz viele Konzepte. Und ich möchte jetzt hier in diesem Video das offene Konzept mit euch besprechen und euch aufzählen, was es da so alles gibt, so dass ihr einen kleinen Eindruck bekommt und dann entscheiden könnt, ob das was für euch, eure Familie und für euer Kind ist. Im offenen Konzept gibt es anstatt Gruppenräume Themenbereiche. Das bedeutet, dass die einzelnen Räume nach Themen unterteilt sind. Das kann zum Beispiel sein ein Rollenspielraum, ein Bauraum, Bewegungsraum, eine Oase, eine Werkstatt. Und je nach Kita können diese Räume ganz unterschiedlich sein. Da schaut ihr dann am besten in der Kita bei euch vorbei, um da zu sehen, welche Räumlichkeiten da angeboten werden. Die Kinder können sich dann in den einzelnen Themenbereichen mit ganz viel verschiedenen Materialien und Spielsachen auseinandersetzen, die genau auf diesen Bereich zugeschnitten sind. Im offenen Konzept können eure Kinder wählen, wo sie spielen, mit wem sie spielen und wann sie welchem Spiel nachgehen wollen. Und somit finden auch Kinder mit den gleichen Interessen gut zueinander und können den Tag zusammen gestalten. Kommen wir jetzt mal zum pädagogischen Fachpersonal, und das hat in einem offenen Konzept die Aufgabe, eure Kinder zu beobachten, ihnen zuzuhören, sie zu begleiten und auf Augenhöhe zu unterstützen. Die pädagogischen Fachkräfte können in einem offenen Konzept entweder einem Themenbereich fest zugeteilt sein, sodass ihr die pädagogischen Fachkräfte dort immer wieder finden könnt. Es kann aber auch sein, dass es in eurer Kita einen Wechsel gibt, zum Beispiel, dass alle 2 oder 4 Wochen die Räume bzw. das Personal, das in den Räumen arbeitet, wechselt. Und die Erzieher können sich so immer ganz genau auf den Raum einlassen, auf die Aufgabe, die sie haben, und die Kinder dort gut begleiten und unterstützen. Im offenen Konzept kennt somit das ganze Personal alle Kinder und genauso auch andersrum, alle Kinder kennen auch das ganze Kita-Personal, dadurch, dass alles offen ist und dass die Kinder sich in allen Räumen aufhalten können. Und welche Strukturen gibt es jetzt in einem offenen Konzept? In einem offenen Konzept gibt es die Bring- und Abholzeiten. Es gibt meistens einen Morgen- oder einen Mittagkreis, in dem die Kinder erfahren, was in den verschiedenen Räumen angeboten wird und was heute am Tag so alles passiert. Dann gibt es die verschiedenen Essenszeiten und nach dem Mittagessen eine Ruhe- bzw. für die kleinen Kinder eine Schlafenszeit. Und wie erleben eure Kinder jetzt das offene Konzept? Die Kinder haben im offenen Konzept ganz viele Freiräume, haben die Möglichkeit zur Selbstentfaltung und können vor allen Dingen ihre Welt in ihrem eigenen Tempo entdecken. Wenn sie zum Beispiel sich im Moment sehr fürs Malen und Basteln interessieren, dann können sie im Kreativraum sich dort ausleben und können da einfach mit der Erzieherin, die genau dann auf dieses Thema auch spezialisiert ist, ihren Tag gestalten und sich ganz in diesem Thema ausleben. Das offene Konzept passt sich somit sehr den Bedürfnissen eurer Kinder an und die Kinder haben auch die Möglichkeit, von Anfang an mitzuentscheiden und vor allen Dingen selbstbestimmend ihren Tag zu gestalten. Solltet ihr euch als Eltern für das offene Konzept interessieren, beziehungsweise möchtet ihr euer Kind in einer Kita mit einem offenen Konzept anmelden, dann habe ich jetzt noch einen kleinen Tipp für euch und der bezieht sich auf alle Kinder unter 3 Jahren. Das bedeutet, wenn ihr euer Kind schon mit 1 oder 2 in die Kita bringen möchtet, dann solltet ihr gucken, dass im offenen Konzept ein Ankommensraum für diese Kinder da ist, beziehungsweise eine Nestgruppe, wo die Kinder erstmal ankommen können und von dort aus mit ihrer Bezugserzieherin das offene Konzept in Ruhe kennenlernen. Denn gerade die kleinen Kinder brauchen am Anfang ganz intensive Betreuung und das sollte auch in einem offenen Konzept gut geregelt sein, sodass diese Kinder eine feste Bezugs- bzw. Bindungsperson am Anfang haben, um sich rundum wohlzufühlen.
Ja, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in das offene Konzept geben. Wenn ihr noch mehr zum Thema Kita bzw. Familienzeit wissen möchtet, dann abonniert doch jetzt meinen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Und im nächsten Video schauen wir uns dann das geschlossene Konzept an. Und ich freue mich schon ganz doll auf euch. Bis dahin. Tschüss.